Damit ein herzliches Willkommen zur nächsten Folge Let's Play Clash of Clans. Und ihr seht, was wir heute wahrscheinlich vorhaben. Ich stehe kurz vor Level 103 und das wollte ich heute machen. Aber zuerst zeige ich euch erstmal unseren jetzigen Clan-Krieg. Ich greife jetzt seit zwei Clankriegen mit Go Wipe an. Bin im ersten Clankrieg besser gewesen als in diesem. Muss ich ganz ehrlich gestehen. Und zwar hatte ich einmal in diesem die 2,37% Rathaus nur bekommen. Ich zeig's euch mal. So, ich komme von rechts, versuche die Clanburg zu locken. Ja, genau. Hocks laufen eigentlich gut, aber die sind eigentlich drin, laut der Clanburg, aber irgendwie lockt sie nicht. Jetzt kommen Paar. Ich hätte jetzt wahrscheinlich gefragt, die hier zu setzen. Das heißt, Clanburg schon mal gefailt. Dann hole ich trotzdem noch aus, die paar Burgis da. Bringt mir aber auch nicht so viel. So, die sind aber gleich weg. Und jetzt glaube ich, komme ich von rechts oben. Genau, mit den Golems. Die Magier hinterher. Dann müsste gleich. Genau, Pech haben sie wirklich nicht geschafft durch die Mauer. Jetzt kommen die Packers, gleich kommt ein Blutzauber. Da ist er. Die Packers laufen rein. Ist jetzt nicht so gut, aber jetzt kommt die Clanburg. So, da kommt der Heal. Und da seht ihr schon den Sprung. Ich setze ihn über beide Mauern, damit ich ein bisschen Set noch drin kann. Hat auch geklappt. Aber da stehen 7 Teslas. Also die machen mein Pegasus im Leben schwer. Jetzt kommt der letzte Rage. Der Queen, der King hüpft rein. Die Queen gleich auf. Auch gleich. Zack, 2 Teslas sind weg. Aber Pegasus Leben geht jetzt nicht mehr. Ich nehme das Rathaus mit, aber das sieht jetzt schon nicht nach einem Booster aus. Der Magier macht noch ein bisschen Damage in der Mitte. Der Golem ist auch jetzt weg und die Queen nimmt noch das DE-Lager mit. Und dann war's das mit dem Angriff. So, und den zweiten, den hatte ich vor ein paar Minuten. Ich dachte mir, versuch's es einfach mal. Mit 3 Golems und 3 Packers. Ja gut, hat jetzt nicht so geklappt. Clanburg locken hat geklappt. Die Hawks laufen rein. Ach nee, Donny hat auch nicht geklappt. Nicht ganz. Die sind nicht gelockt. Die Riesen machen die Magier mit. Scheiße war's. Also muss ich jetzt noch die Magier ersetzen. Jetzt noch vorspulen. Zack, zack. Verlieren wieder zu viel Magier. Noch 6 Stück. Und jetzt kommen die 3 Golems von oben. Sieht eigentlich ganz gut aus, finde ich, mit den 3 Golems. Aber was machen unsere Packers? Ich habe sie zu spät gesetzt. Ihr habt recht. Mauerbrecher nehmen die Mauer mit, aber die Packers sind jetzt schon zu weit nach außen gerannt und laufen nicht wieder zurück. Jetzt kommt der Jump und der Rage. Ein Golem ist jetzt down. 2 Verwarnkönig und Bogenschützkönig gelaufen wunderbar nach außen. Man hält mir da nicht gerade sehr viel. Der hat noch eine Hexe in der Clanburg. Perfekt gelockt, Bruno. Und jetzt ist der Kingdown. Die Queen nimmt noch ein paar Prozente mit, aber es wären auch nur 37%, glaube ich. Ja, wie beim letzten Angriff. 2x37%, diesmal ohne einen Stern. Uns hätten im Clankrieg eh nur 2 genutzt. Also 2 Sterne genutzt, weil hier der gute Nick schon einen Stern geholt hat. Mit 49%, auch sehr bitter gelaufen. Ich hoffe dann, der Ulfric, der nimmt dann die 5 noch ganz klassisch. Und jetzt gucken wir mal, wie unsere Truppen soweit sind. Auf jeden Fall so, dass wir Erfahrung kriegen, indem wir Rathauser snipen. Ich habe mir dann auch den einen Rage gespart vom vom Clankriegsangriff her, weil das musste ich mir dann nicht geben. So, finden wir
wir ein Rathaus. Der Loot ist übrigens wieder schlechter geworden in Silber 2. Wir machen gerade eine Pokaljagd im Clan. Ich bringe jetzt gleich Gold 1. Hatte die letzten Tage nicht so viel Zeit zum Spielen. Schreibt die Woche auch sehr viel in der Schule. Und ja, würde ich sagen, suchen wir weiter. Komisch. Entschuldigung. Vorhin hatte ich so viele Rathäuser draußen gefunden. Aber bis jetzt noch nichts. Zack, zack, zack. Ich würde sagen, ich spule vor, bis ich ein Rathaus gefunden habe. Und dann sehen wir uns gleich wieder. So, und das nehmen wir jetzt auch schon. Und Bogies. Ich will nur die 10 Pokale, weil dann bin ich Gold 1. Man kriegt 9 Erfahrungspunkte. Ich glaube, ich brauche 5050 Erfahrung. Ich bin mir aber nicht ganz sicher. Zack, da ist es hart am Weg. Jetzt sind wir Gold 1. Und wir müssen noch 2 Angriffe machen. Gut. Und ich hoffe, das Clash of Clans Format gefällt euch bis jetzt so einigermaßen. Ich zeige euch immer meine Angriffe. Ich denke mal, im nächsten Clan Krieg bin ich besser. Bin auf jeden Fall besser. Aber das ist der letzte Angriff, der ärgert mich jetzt. Mann, ich bin müde. Letzter Angriff, der ärgert mich. Insofern, dass die Bäckers eben komplett außen rumgelaufen sind. Und da ist das nächste Rathaus. Zack, zack, zack. Er hat da noch ein dummes Elixier. Hat das im Lager? Er hat eins im Lager. Okay. Meine Queen, die fange ich heute noch auf Stufe 12 an. 60.000 dummes Elixier habe ich ja schon wieder fast drinne. So, und jetzt haben wir nochmal 10 Pokale bekommen. So, ich sage, 2 Erfahrungen fehlen uns noch. Nächstes Rathaus. Ja, also wo ich stehen geblieben, ich hoffe, das Clash of Clans Format gefällt euch soweit. Den wird der World Trader oben Tether stehen wollen. Und ja, nächstes Video von Clash of Clans. Packe ich immer mal zwischendurch rein. Heute kommt halt mal wieder Clash of Clans und da ist Level 103. Da steht's. In Form eines Rathauses Level 9. 100 Pro. Zack! Da ist der Levelaufstieg zum Level 103. Richtig geil, ich spiele auf einem Level, ein Level vor Jason. Perfekt, würde ich mal sagen. So, der Pole hat hier einen Angriff geteilt, gucken wir uns den mal an. Ja, er hat ein bisschen Loot am Start, würde ich sagen. Die Frage ist, was nimmt er mit? Rathaus 9er. Frisch geworden. Ach, das ist ein Bonus, denke ich mal. So, gucken wir mal, wann er hier reinkommt. Da steht schon drin. Hat er wackelt. Er ist drin und nimmt die Goldmine mit. Schon 230k. Das ist laut Clash. Das behebe ich mal kurz. So. Ja, aber ich glaube, er nimmt gar nicht alles mit, aber auf jeden Fall ein spannender Loot hier. 230.000 von beidem. Kann man sich nur freuen. Level 103, richtig nice, würde ich sagen. Richtig nice. So. Ich farme jetzt noch die restlichen 3000 dunkles Elixier zusammen. Spätestens nach dem Klankrieg heute Abend werde ich es dann haben. Und dann würde ich sagen, bedanke ich mich fürs Zusehen. Wir haben jetzt
10 Minuten weg. Also komme ich so auf gute 9,5 Minuten, wenn ich 10 rausschneide, denke ich mal. Meine Mauern, ich bin mittlerweile bei 48 Level 9er Mauern. Es geht voran, meine Freunde. Es geht voran und mir gefallen diese Mauern wirklich sehr gut. Meine X-Bows sind mittlerweile auch fertig. Und Level 3 beide. Und jetzt bauen 3 Teslas. Der nächste, der wird dann die nächsten Tage angeschoben. Dann habe ich alle Bauarbeiter unter Vertrag am Bauen. Und dann werden wir mal sehen, was wir als nächstes machen. Ich denke mal, ich mache dann die Luftabwehr nach den Teslas. Dann die Kanonen und dann die Bogitürme. Und dann sind die Verteidigungseinheiten schon wieder durch. Aber die Mauern, die fehlen eben noch, ne? Aber bis dahin wird es noch ein bisschen dauern, weil der Burgiturm, der kostet eben dann doch mal stolze 4,5 Millionen. Und ja, dann würde ich sagen, ich hoffe, euch hat es gefallen. Wir sehen uns beim nächsten Video. Clash of Clans, League of Legends oder Mini Ninjas. Genau. Lasst gerne eine Bewertung da. Und dann würde ich sagen, tschüss.